Ja, liebe Zuseher, Sie kennen ihn alle, den Sommerlochputz. Mittlerweile ist er jetzt schon 20 Jahre. Hier sitzen zwei Herren neben mir, die verbindet eine ganz interessante Geschichte. Da beginnen wir mal mit dem Ideengeber oder einem der Ideengeber. Wie ist denn das alles hier entstanden? Ja, das Sommerlochputz ist natürlich eine der großartigsten Schönheiten der Natur. Kraftwerk und Kultur treffen sich an einem Punkt, und wie der Vorstandsvorsitzende Bruno Wallnöfer gesagt hat, der eigentlich einer der wichtigsten Männer war, dass dieses Unternehmen entstehen konnte, und der immer mit seiner großen, großen Weitsicht geahnt hat, dass dieses ganze Projekt ein sehr großes Erfolgsprojekt werden kann. Und wenn der Lochputz heute dasteht als großes und wichtiges touristisches Ding, na, ich glaube schon, dass gerade Bruno Wallnöfer eines der größten Verdienste gehabt hat in dieser Sache. Ja, und jetzt sprechen wir mit ihm. Wie war denn das, als der Seppl mit der Idee zu Ihnen kam? Ja, das war einfach eine klare Sache, weil es ein überzeugendes Projekt gewesen ist. 20 Jahre Lochputz, das ist schon ein tolles Jubiläum. Und ich habe hier Zugang erhalten durch meinen inzwischen sehr, sehr guten, einen meiner besten Freunde, Seppl Haueis, der hat mir das erklärt. Im Übrigen war hier das Grundprojekt ja zu diesem Zeitpunkt fast schon abgeschlossen. Aber es hat natürlich viele Erfordernisse gegeben, das noch zu verbessern, zu erweitern, schöner zu machen, insbesondere auch die alte Kraftwerksanlage der DIWAG hier einzubeziehen. Und ich habe mir mein Leben immer gedacht, wenn ich was mache, machen wir es ordentlich. Und so ist das hier auch geschehen. Die Idee war aber Seppl Haueis und waren andere Bürger hier in Zams und im Tiroler Oberland. Und wie die Entwicklung zeigt, die Idee hat sich bestätigt. Es ist einer der schönsten Standorte, der Kraftplätze, mythischen Orte in den Alpen und ein Magnet für die Besucher. Ja, und natürlich ein Magnet für die Besucher ist es auch, wenn es sich stetig weiterentwickelt. Gibt es da vielleicht schon ein paar Pläne, wie der Zammerlochputz noch erweitert werden könnte? Ja, es gibt natürlich Visionen, und vor allem eine Vision, die leichter umzusetzen ist mit geringem finanziellem Aufwand, das wäre der kulturelle Bereich. Und wir haben ja schon dieses Beispiel gehabt, die Silberfee, und die Barbara Tilk hat eben diese Sage der Silberfee geschrieben und hat diese auf eine andere Art und Weise geschrieben und hat auch ist ja eine kleine Mahnung dabei an die Zukunft in ihren Texten und Worten. Und ich glaube, dass der Lochputz wirklich meiner Ansicht nach eines der besten Beispiele ist, wie sich Kultur, Energie und Tourismus treffen können. Ich glaube, es gibt in Tirol kein Beispiel, das diese Fläche so abdecken kann wie der Zammerlochputz. Ja, liebe Zuseher, der Zammerlochputz, auch als Einheimischer immer wieder einen Besuch wert.